Hallihallo, ich heiße nicht nur Johnny Fettfinger, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Sound Mind. Schön, dass ihr hier seid. Ich will gar nicht lange quatschen, jetzt geht's weiter. Der eine oder andere hat es ja bestimmt in der letzten Folge mitbekommen. Ich habe die Waffe hier zusammenbauen können. Und damit soll man ja wahrscheinlich auf diese Fässer hier schießen. Und dann wird der Weg freigemacht. Und das mache ich jetzt einfach mal. Achtung, ich geh weiter weg. Ich habe ein bisschen Bedenken. 3, 2, Feuer. Okay. Und noch ein paar Pillen. Munition. Hier waren ja noch mehr Fässer, aber ich weiß gar nicht, wo die überall rumstehen. Von daher müssen wir hier... Komische Geräusche. Von daher müssen wir ja nochmal alles durchgehen. Ne, da war glaube ich nichts. Ja, wie kommt man hier rein? Da werde ich einen Schlüssel brauchen. Ich bin hier unten, glaube ich. Genau, dann gucke ich hier in der ersten. Hier drauf schieße, das bringt nichts. Ich muss das ja hier erstmal durchschneiden. Ich habe aber kein Werkzeug. Das wird man wahrscheinlich noch finden. Nee, hier auch nicht. Nee. Aha, guck mal. So, jetzt aber. Das wird richtig knallen, da stehen viele Fässer. Noch mehr Pillen. Mehr nicht. It's blocked from the other side. Ich ja schon, aber das kann ich mir gönnen. Die HP nehme ich mit. Ah, das kennen wir schon alles hier. Dann wieder raus. Ich guck noch mal auf die To-Do-Liste. Alle Pillen sammeln. Gasmaske aus dem Keller, ist ja abgeschlossen. Tonband abhören. Ich weiß nicht mehr, wo mein Büro ist. Ich finde das nicht mehr wieder. So eine Minimap wäre ganz cool. Er kann ja nur noch einen höher sein. Türen waren zu hier, das weiß ich noch. Da hinten steht ein Fass. Telefon. Hallihallo, hier ist Johnny Fettfinger. Wer ist da? I have a feeling, a hunch if you will, that looking into your patient's death will result in a similar fate. Don't misunderstand. I want you to die. But maybe not so early. Try not to shoot yourself with that pistol you found. Though that would be quite funny. Ja, echt witzig. Du bist so ein richtiger Kobold. Ich
wollte gerade weglaufen. I'm all right. Ich bin okay, ich brauch's nicht. Ach so, da musste ich mein Büro hier jetzt erstmal wieder freischießen. Time for some music. It's no use. Ne, hier. Time to play another tape. Ja, pack rein, das Ding. Kann ich gar nicht mehr mitnehmen, weil dann bleibst du halt hier im Büro. Kann ich wieder raus? Danke. To-Do-Liste. Gasmaske holen, Pillen sammeln. Tonband anhören. Hab ich doch. Hab ich doch. Wie oft soll ich mir das noch anhören? Nochmal, oder was? Okay, jetzt leuchtet das auch. Ich darf das nicht rausnehmen. Das muss drin bleiben. Ja, jetzt verstehe ich das. Da muss man erstmal drauf kommen. Mann, Mann, Mann. Echt ein cooles Spiel. Das gefällt mir sowas von gut. Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Schon wieder draußen? Und wie komme ich da jetzt rüber? Kann ich schwimmen? This doesn't make any sense. It's just sad, you know? It's not fair. I've been getting food and stuff from Eden's Grove for like my whole life. They expect me to just be okay with them ruining this town and forcing me to shop at their place? This makes me really sad. Am I crazy? I am crazy, right? No. Changes like these can be uncomfortable. Eden's Grove was certainly a staple of the community. I can't get my food at Homa Mart. I won't. Well, what other options do we have? Perhaps outside of Milton Haven? No, that's even further outside where I feel safe. An opportunity here to work on our exercises in small and timely steps. I can see you're getting nervous. That's okay. Und die nächste Tür. Mann, ist das hell. Okay.
Ich bin im Homamat und wie ihr euch denken könnt, werde ich jetzt einen Cut machen, weil es so schön spannend wird, wie es weitergeht. Ich bin schon total gehypt, aber die Videos sollen nicht zu lang werden, ich sag's immer wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für den ganzen Support, für die ganzen netten Kommentare. Falls noch nicht getan, gerne kostenlos abonnieren, mega fettigen Daumen nach oben geben, das ist richtig saftig und gefällt mir. Ja, und gerne immer einen lieben, netten Kommentar schreiben, da freue ich mich immer drüber. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich küsse euer Herz, Freunde. Ich küsse euer Herz. Ciao, ciao, euer Johnny Fettfinger.